So, oder la, Onkel Julian ist wieder da. Gestern bin ich weggefahren von Holland am Montag, wo es so schön war, nach Hamburg City. Bin ich gestern eine Runde gegangen, ganz selbstbewusst, weil ich habe mir zuvor noch Bud Spencer Filme angeschaut und die wussten die halt gescheit. Also ich glaube, jetzt bin ich unsterblich. Bin ein wenig um den Dunkel gegangen, hätte ein wenig Kontakte gesucht, aber irgendwie macht keiner reden mit mir. Und dann ist mir, bin ich drauf gekommen, vielleicht sollte ich einfach Hochdeutsch reden, dass mich auch wer versteht. Jeder hat so da, wie wenn ich nicht einmal da war. Dann habe ich zum Glück auch gefunden, zwei sehr nette Damen, die haben mich mitgenommen auf eine Cocktailreise. Da haben wir zwei, drei Cocktails getrunken. Dann ist ein Künstler gekommen, mit denen habe ich mir das heute noch mal ausgefragt, dass ich genau erfahre, was er genau macht. Dann habe ich auch interviewen dürfen, also war ein ganz spannender Tag gestern, muss ich sagen. Und jetzt stehe ich mitten der Rapperbar. Da sieht man auch viele Sachen, viele Lüde, wie man es halt im Fernsehen kennt. Hinter mir ein super Gewandgeschäft vielleicht. Nehme ich der Mama so ein Glitzerteil mit. Dann gegenüber haben wir so ein Sexhaus. Da sieht man dann die ganzen Stellungen bei den Fenstern, wo es so gibt. Das ist auch sehr interessant. Daneben ist das kleine Dönerbude, wenn wir einen Pusteausgang oder wer einen Hunger kriegt, der vorne, wer so viel Kacke hat. Dann die Tiktetwister haben wir auch da. Aber da kenne ich mich nicht aus, für das bin ich nur wegen Zion. Da hinten haben wir auch noch eine Blue Night. Da gibt es eine Live-Show. Dann haben wir da den berühmten Pennymarkt. Da hat er Rapperbar, den kennt auch jeder normalerweise. Zurzeit ein wenig Regenwetter, aber macht ja nichts. Ich habe ja jetzt Zeit. Zum Essen gibt es auch jede Menge. Dann werde ich mir da nochmal was schnappen. St. Pauli ist auch extrem geil. Wie man so jetzt sieht bei den Fußballspielern, das Stadion ist gigantisch. Der Fanshop ist auch brutal geil. Da werde ich dann später nochmal hinschauen, wenn es ein wenig zum Regen aufhört. Und morgen wahrscheinlich oder übermorgen, das weiß man nicht, wie es mir taugt, geht es weiter Richtung Dänemark, dann Schweden. Man sieht sich. Ich habe gestern einen Künstler kennengelernt, einen Thomas. Ich bin gerade beim Cocktail gesessen und dann ist der Künstler gekommen zu mir. Es war sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir sie heute noch mal getroffen um 14 Uhr. Und er erzählt uns ein bisschen was über seine Kunst. Servus Thomas! Moin Leute, moin aus Hamburg hier, hey. So, hey, folgendes. Es ist eine kleine Geschichte über vier Strophen. Ich muss das so vorstellen, es ist das sind zwei Schichten Pappe, farbige Pappe, aneinander geklebt und da wurden Buchstaben reingeritzt. Also reingeritzt, also das Gedicht wurde geritzt sozusagen. Ne? Okay, ich fange einfach mal an. Das ganze Gedicht heißt Ritzers Ritzer. Ritzers Ritzer, ganz wichtig. Und der Ritzer ist jemand, der irgendwie agiert in irgendeiner Weise, irgendwas, was man sich ausdenken kann. Er ist einer, wie gesagt, der Ritz. Ne? Okay, das ist jetzt die erste Strophe. Das ist jetzt in dem Fall, wo das ist der Fall Böse, also die Büchse der Pandora wurde geöffnet in dem Fall, kann man sagen. Also das
Das Schwarze wurde herausgeritzt. Hier in dem Fall das schwarze Blatt, das weiße Blatt, geritztes Schwarz, Schicht auf Schicht, der Ritzer tat's. Also er tat das Böse. Das Böse, das Leid kam auf die Welt. So, dann geht es weiter. Wie ihr alle wisst, gab es viel Leid in der Geschichte der Welt und vielleicht auch immer noch, aber das ist jetzt eine zweite Strophe. Es geht dann so, das rote Blatt, das gelbe Blatt, geritztes Rot, Schicht auf Schicht, aus Wunden fließt der Tod. Ne? Das ist in dem Fall das Blut, das soll ein bisschen, diesen Tod und diese Zerstörung, die es in der Geschichte gab, soll dazu zeigen halt. Ne? Das ist meine Deutung davon. Dann die dritte Strophe. Die Welt hat sich ja gewandelt. Man tut viel mehr für die Menschen. Wir tun mehr für den Kugel oder wollen auch mehr für den Kugel tun, für die Erdkugel tun. Ja, man sollte es tun. Das ist die dritte Strophe. Das gelbe Blatt, das rote Blatt, geritztes Rot, Schicht auf Schicht. Geritztes Gelb, Schicht auf Schicht, bitte helf. In dem Falle, ne, helft, also helfen in dem Falle, dass man was tut für die Menschen und für die Leidenden. Und das ist die letzte Strophe. Der Ritzer ist in dem Falle, der ritzt jetzt das Weiße heraus, in dem Fall das Gute, das Weiße, also Gut und Böse, Schwarz und Weiß, war das Thema. Das Weiße wird herausgeritzt, das Gute in dem Falle, das Weiße, also das weiße Blatt, das schwarze Blatt, geritztes Schweiß, Schicht auf Schicht, ein Ritzerschweiß, also im Schweiße des Guten soll es weitergehen. Auf dieser Erde. Denke mal, irgendwann kommen wir alle mal zusammen. Okay? Ciao. Perfekt, danke schön, Thomas. War in Ordnung? Ich hoffe, ihr besucht ihn einmal in Hamburg. Ja. Er wird sicher noch länger da sein, oder? Ja, ich bin in Hamburg. Also ich werde mich nicht vom Fleck bewegen erstmal. Ne? Ist mir leider nicht möglich. Ne? Rein, wie auch immer. Ne? Ja, perfekt, danke, ja. Thomas. Alles klar. Peace, Jungs.